Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 5. Hallo zusammen. Ja, wir sind immer noch mit dem Prof unterwegs. Ja. Er wächst, er wird stärker. Wir wachsen, wir wollen wachsen. Ja, richtig. Und wir kicken auf nächste Runde, wie immer. Ja, das ist okay. Das können wir am besten, ja. Ah, jetzt kommst du nicht mehr weiter, oranges Schiff. Tja, ich sag ja immer, offene Grenzen, nein, nein, nicht für euch. Jetzt musst du rundherum segeln. Oh gut, Gott. Das ist nur Zeitverlust. Ja, ist gar kein Problem. Also darf er nicht reinlaufen, oder? Er darf nicht. Es geht gar nicht, ne? Ich hab geschlossene Grenzen. Dafür müsste ich die Grenzen öffnen. Also, es ist spieltechnisch nicht erlaubt, oder wenn er reinläuft, gibt's Krieg? Ich meine, es ist spieltechnisch nicht erlaubt. Wir müssen es ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nie getestet, ehrlich gesagt. Müssen wir schauen, ob wir zum Beispiel bei ihm rein können. Mhm. Können wir es uns nachher mal machen. Ja. Obwohl, nachher haben wir Krieg. Machen wir vielleicht doch lieber nicht. Ich meine, es geht gar nicht. Okay. Also, bei mir ist noch nie einer reingekommen, sagen wir es mal so. Na gut, dann gehen wir mal davon aus, dass es spieltechnisch nicht möglich ist. Genau. Entschuldigung. So, jetzt wieder die Frage. Ich habe gesagt, wir pushen die Forschung ein bisschen. Mhm. Genau. Also bauen wir die Bibliothek. Mhm. Und wer benötigt denn Befehle? Ah, der Krieger. Der Krieger wieder. Mhm. Schade, dass er hier nicht so episch ist wie damals, als wir neu starten mussten. Ja, das ist echt. Ah, schade, jetzt habe ich keinen Held mehr. Doch, die Erinnerung wird leben. Stimmt, stimmt. Er ist trotzdem was ganz Besonderes. Ja, ja. Ja, ja. Also sie ist ja mehrere. Ja, stimmt. So, ich denke, als nächstes sollten wir dann vielleicht auch wieder mal einen Bautrupp bauen, einen neuen. Mhm. Und die Modernisierung nicht vernachlässigen. Sie sind ja schon voll dran. Hm? Sie sind ja schon voll dran. Ja, ja. Ja, ja. Aber klar, ja, wenn wir so viele neue Städte raushauen, dann gibt es plötzlich ganz viel zu tun. Ja, wir brauchen sie, ja. Definitiv. Komm, komm. Ja, yes. Hat es geschafft. So. Aber knapp. Was zu Pikenier. Hm. Lassen wir das mal. Oh. So, ich glaube, das Barbarenproblem ist wirklich auch langsam gelöst. Ne? Habe ich glaube auch schon mal gesagt. Mhm. Hier oben haben wir noch welche, aber ja. Sonst sieht es eigentlich soweit frei aus. La Libella wächst. Gewürze, ja, wir haben Gewürze. Gut, gut. Na gut, das heißt, oben brauchen wir die nicht mehr? Woher haben wir Gewürze? Also ich sehe bei La Libelle keine Gewürze, es tut mir leid. Vielleicht bei Alpha? Oh nein, 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 das recht. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. La Libelle möchte Gewürze. Aha, möchte. Aber Feiertag und die Wachstumsrate steigt. Ja, schön. Okay, cool. Und wir haben einen Missionar gekauft. Verbreiten wir unsere Religion nach Madagaskar. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Okay. Jeder Missionar kann zweimal. Also kann zweimal eine Religion verbreiten. Okay. Aber wie gesagt, wenn man eine Religion wieder loswerden will, braucht man einen Inquisitor. Mhm. Also Inquisitoren brauchen wir auch. Da ist ja Unsinn. Hä? Wie kommst denn du von da rüber? Ohne an... Okay. Mit einem Missionar? Wahrscheinlich, ich verstehe nur nicht, wieso er da nicht... Ah, vielleicht hat er mit dem ein Problem und darf da nicht rein? Bö. Also ich habe schon Missionare hatte ich schon, die durch mein Gebiet gelaufen sind. Okay. Die haben dann immer so Malusse gekriegt, also so in jeder Runde, ich glaube, Bekehrungskraft oder so verloren. Mhm. Also in meinem anderen Spiel ist das so. Okay. In dem ominösen anderen Spiel. Aha, wo ich euch erzählen kann, was ich möchte, weil ihr es nicht seht. Ja, klar. Wisst ihr, da bin ich total gut, ne? Das ist Wahnsinn, wie ich da bin. Ja, genau.
Ich habe 2000 vor Christus schon 5 Gegner ausgeschaltet. Ja, hat die Welt runtergebaut. Hat nicht. Ja, genau. Ja. Wer dieses Schwert aus diesem Stein und Amboss zieht, ist rechtmäßiger König über ganz England. Ja, das kennen wir ja irgendwoher. Was bekommen wir denn hier? Ritter haben wir freigeschaltet. Kavallerie, Burg, okay. Das ist ein Verteidigungsgebäude, ne? Gibt plus 7 okay. Verteidigung und Trefferpunkte. Und ein Weltwunder. Gibt eine Gratisbeförderung für unsere Einheiten. Und die Kulturproduktion wird um 20% gesteigert. Das ist nicht schlecht. Und Verteidigungsbündnisse werden erhöht. Ja. Verteidigungsbündnisse sind auch so eine Sache. Da muss man auch mitmachen. Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Man muss dann eben auch ihm helfen, ne? Ja gut, muss man. Ich meine, ja klar, du bist quasi dann im Krieg, aber... Ja gut, ja. Musst du rüberlaufen? Je nachdem, ja. Um das jetzt ganz böse zu fragen. Das heißt, nur wenn er angegriffen wird. Ja. Weil, auch hier wieder, kennst du Stellaris? Also hast du, habe ich dich schon mal gefragt, ne, Stellaris? Ja, kenne ich immer noch nicht. Weil dort gibt es das auch, solche Militärbündnisse. Und da kannst du sicher sein. Immer wenn du so ein Bündnis schließt, erklärt die KI nachher auf völlig bekloppte Weise irgendjemandem den Krieg, gegen den sie nicht gewinnen kann. Und du musst helfen. Ich glaube, hier wollte die Stadt, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Kommst du dann noch an Marmor? Oder wäre es sinnvoller, so eins schräg nach unten zum Berg runter? Genau. Also ich kann das Gold rankommen, so rasch. Ja. Ich würde eigentlich vorschlagen, okay, machen wir die Planung. Hier eine Stadt, hier unten eine Stadt und dann hier noch eine. Ah gut, die untere könnte dann an Marmor ran. Ja, dann ist gut. Eventuell hier was, aber das ist jetzt halt nicht so die gute Position. Vielleicht hier noch was. Ja. Also ich würde sagen, ja, da. Okay. Ich frage mich nur gerade, ob sich dann die Einflussbereiche hier ein bisschen überschneiden zwischen Addis Abeba und der neuen Stadt. Das ist gerade das einzige Problem, das ich habe. Aber man kann ihm jetzt auch nicht so wirklich entgehen. Ne? Eben, es sei denn, wir gehen da runter. Warte mal, 1, 2, 3. Es gibt auch diese Ansicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es müsste eigentlich schon noch hochgehen. 1, 2, 3. Dauert einfach eine Weile dann. Ich würde es tatsächlich eher hier machen, weil dann haben wir hier unten noch eine Stadt. Ja, easy. Ah, eher hier. Okay. Eigentlich, was wir auch mal uns angewöhnen sollten, wir können ja hier den Produktionsfokus ändern. Ja. Ah, wir haben ihn schon auf Produktion. Ach so, wir haben ihn ja schon auf Produktion. Das ist alles in Ordnung. Sollten wir auch haben, wenn wir Siedler ausbilden, weil in der Zeit ja die Stadtbevölkerung nicht wächst. Ja, das stimmt. Aber nachher sollten wir ihn umstellen, sobald der Siedler fertig ist. Ja, überhaupt was? 2 Minuten später hatten sie das vergessen. Ich hab's jetzt gerade gemacht. Ah. Schade. So, jetzt auch hier wieder die Frage, wohin denn? Ist halt gut angreifbar von der See hier, weißt du? Ich würde sagen, wir ignorieren mal. Gut, aber ich meine, grundsätzlich da hat... Also ja. Einmal von der See und einmal vom Land und der Rest ist ja bedeckt von Bergen. Ja, ich würde sagen, hier. Wir ignorieren jetzt die Vorschläge der KI völlig, aber ist ja egal. Machen wir hier eine und hier unten noch eine. Ja. So, und jetzt die Frage, wie lange würde denn das Weltwunder gehen? Ich glaube, ich baue viel zu viele Weltwunder, ganz ehrlich. Ach, wieso nicht? Macht auch Spaß. Weißt du was, wir bauen den Siedler gleich noch. Noch ein, okay. Ändert sich überhaupt was? Ändert gar nichts, schau mal. Dauert immer noch 3 Runden. Ah. Dann haben wir nämlich Afrika. Außer Madagaskar hier oben, aber das ist auch nicht so eine gute. Dann haben wir hier mal Afrika sicher unter Kontrolle. Und dann schauen wir weiter. Achso, den Süden. Ja, den Süden. Genau. Afrika haben wir leider nicht, das sind noch 2 andere Spastis. Ja, jetzt haben sie das Feld hier natürlich abgegeben. Ja, ist ja egal. Ah, vielleicht liegt das ja noch an der Fokusänderung.
Was gut wäre, wäre, wenn wir viel Kohle hätten. Mhm. 580, weil es gibt, also wir werden jetzt relativ bald dann den Beginn der Industrialisierung erleben. Mhm. Und dann können wir hier unten eine Ideologie bald freischalten. Mhm. Und unsere ersten Fabriken bauen, aber für unsere ersten Fabriken brauchen wir halt Kohle. Und die sind ziemlich gut, die Fabriken. Also erstens, wenn man 5 Fabriken hat, kann man dann hier eine Ideologie sich aussuchen. Ja. Und zweitens, die bringen halt recht viel Produktion. Also das ist schon was man haben möchte eigentlich. Okay. Nice. Ich meine, man kann die Kohle auch in Kriegsmaschinen investieren, also um Kriegsmaschinen zu bauen. Mhm. Aber, oh, schau mal. Hat es gerade jemand gebaut? Hm. Gut, dass du es nicht gewählt hast. Gut, dass ich es nicht gewählt habe, ja. Heißt das, jemand ist uns technologisch überlegen? I don't like. Ich mag es nicht, wenn die KI was besser macht als ich. Ach. Was sie wahrscheinlich tut, ne? Ach. Ist doch nicht so schlimm. Das muss eine Herausforderung sein, sonst wäre es langweilig. Ja, genau. So. Gibt es der KI eine Chance? Stimmt, ja, ich bin so nett. Und wir gehen wieder zurück auf den Bau unserer Gebäude, unserer Religionsgebäude. Mhm. Und gut ist. Nächste Runde. Ja. Wie gesagt, Big Ben wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir ihn bekommen würden. Mhm. Vor allem wegen der Reduktion auf Goldkauf. Okay. Aber. Ich habe gemerkt, es ist gar nicht so essentiell. Also man kommt eigentlich auch mit wenigen Wundern oder gar keinen recht gut zurecht. Okay. Finde ich jetzt, also. Ja gut, das ist halt ein zusätzlicher Bonus, den man kriegt durch die Aber. Genau. Ah, goldenes Zeitalter. Das heißt, unsere Produktion ist erhöht. 20% auf alles. Aha. Nicht ganz auf alles, aber doch, gut. Das ist gut. Freut mich. Freut mich. Ah, das geht 10 Runden, oder? Das geht 10 Runden, genau. Alles klar. Das ist eben, wenn du genügend Beliebtheit angesammelt hast, dann kriegst du den... Ich merke gerade, wir haben gar keinen Tourismus. Hat irgendjemand anders Tourismus? Nö. Schau, niemand hat. Oh. Ich glaube, es ist in dem Jahr hier noch nicht unbedingt so die Zeit für Tourismus. Okay. Oder weißt du das besser als ich? Tourismus 1340? Ja, irgendwelche gelehrte Adlige sind schon zu Römerzeiten nach irgendwo hin, um Ferien zu machen, aber... Sicher, aber... Bauen wir mal hier die speziellen Gebäude, Schriftstellergilde. Was macht's denn genau? Aha, wir bekommen Spezialplätze für Kulturherstellung, also das sind die hier, ne? Man kann Arbeit auch hierhin verweisen, anstatt auf Geländefelder. Wir bauen es einfach mal, allein schon, weil es uns halt die großen Schriftstellerpunkte gibt, die uns dann ermöglichen, eine große Persönlichkeit, nämlich einen Schriftsteller zu haben. Mhm. Dann eben unter anderem auch für den Kultursieg, den du gerade erwähnt hast, mit dem Tourismus eine Rolle spielen würde, etc. Aha. Also das wäre genau das. Mhm. Du gehst hierhin und damit... Gut, sehr gut. Joi. Yay. Wachstum. Mach mal was, steh nicht blöd rum. Unsere Städte sind mittlerweile auch mit Straßen verbunden. Siehst du hier, an dem Symbol? Nur eine, oder? Nur eine, ja. Okay. Ja. Oh gut, kann Lalibela überhaupt mit der Disabebe verbunden sein? Okay. Mit einem Hafen. Wir müssen einen Hafen bauen. Ach so. Dann ging's. Okay, dann brauchst du gar keine Straße, sondern auch zwei Häfen quasi. Ja, genau. Entweder du hast einen Hafen oder du hast eine Straße. Okay, und das bringt dir nochmal Gold ein, wenn du das machst. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Vor allem, weil ich meine, es gäbe hier dann einen Unterhaltskosten für Straßen reduziert, genau. Wenn du es dann mit dem hier passt,
Dann hast du noch, musst du weniger Geld für die Straßen ausgeben, die später zu Eisenbahnschienen werden, ne? Spoiler. Und dann hast du sowieso einen großen Goldbonus. Okay, nice. Nee, komm, wir sparen wieder auf Werkstätte, weil die es einfach bringen. So. Universität. Also wie gesagt, ich versuche jetzt wirklich die Forschung etwas hochzukriegen und dann auch wieder das Gold wie gehabt. Mhm. Weil das Problem ist halt eben, die Forschung ist abhängig davon, wie viele Städte man hat. Ah. Wenn man halt viele Städte hat, die alle nicht gut entwickelt sind, dann geht es lange. Ah, genau, genau. Darf ich einen Examen nehmen? Garim. Klingt lustig. Genau. Nehme ich, ist immer gut. Gold, komm, kannst das Färbemittel haben. Anno. Ja, da sind wir ja sehr freizügig, das könnt ihr alles haben. Ey, da, guck mal, sie haben unsere Religion da rausgeprügelt aus Nippur. War die jemals in Nippur? Ja, wir haben noch einen Anhänger und wir waren mal Hauptreligion. Mhm. Okay. Das finde ich jetzt nicht so schön. Okay, gut. Wir haben hier noch. Wir sind ja noch schon recht präsent. Eigentlich sollten wir eine recht gute Religion haben, also wenn er sie nicht aktiv verbreitet. Vielleicht tut er das halt. Mhm. Weil eben, wir haben ja den. Ich zeig's nachher kurz, wenn wir die Runde fertig haben. Ich glaube, die brauchen wir langsam gar nicht mehr zum Patrouillieren. Geh mal da oben hin. Und. Ah! Weißt du was? Dann gehen wir doch mal hier hin und verbreiten unsere Religion in Kathmandu. Okay. So, und was ich zeigen wollte, wir haben ja in weiser Voraussicht diesen Bonus gewählt, dass unsere Religion sich schneller verbreitet als andere Religionen. Mhm, ja. Das heißt eigentlich... da, genau. Eigentlich sollten wir uns schneller verbreiten als die anderen, wenn es nicht, wie gesagt, aktiv verbreitet. 25% schneller als andere. Mhm. Hm. Aber eben, er muss sie fast aktiv verbreiten, wenn er hier an denen vorbeigekommen ist. Ah, ist er nicht. Aha, gut, dort haben wir immer noch die Überhand. Ja. Ja, aber was pumpt er jetzt einfach alles in Missionare rein? Gut, es kostet nur Glauben, das... Kannst du sonst nicht für, also du kannst schon auch für andere Dinge brauchen, aber das ist so der Hauptzweck davon. Gut. Also es macht schon Sinn. Oder hat jetzt innerhalb von kurzer Zeit recht viel rausgepusht? Ja, schauen wir uns in der nächsten Runde. Ah. Wir haben noch etwas Zeit, mal seine Wir Religion haben immer noch mehr an. Druck mit nur einem Menschen. Ja, ich sag ja, wir sind schon. Ich weiß nicht genau, wie sich der Druck berechnet. Hm. Aber egal wer. Es kann sein, dass das mit den umliegenden Städten zusammenhängt, aha, weißt du? Ja. Okay. Und, warte, wir können uns hier noch keine Werkstatt kaufen. Das möchte ich noch kurz machen nachher, okay? Weil sonst vergesse ich das wieder. Ja. Aber jetzt möchte ich mir auch noch kurz, auch dem Ganzen zuliebe hier, nochmal die andere Religion schauen. Hier, das ist sie, hm? Islam. Was hat er denn? Schreine bringen plus 1 Zufriedenheit in Städten mit 3 Anhängern, okay. Ja, das bringt selbst davon. Kann Kathedralen kaufen, okay. Missionare können besser bekehren, das hilft ihm natürlich. Ja. Ah, und plus 1 Kultur für je 5 Anhänger in anderen Städten. Das hilft ihm auch. Das hilft ihm vor allem, wenn er sich aggressiv verbreitet. Ne, er kriegt ihm den Kulturbonus. Mhm. Das ist in seinem Sinne, gut. Ja, wir haben ein Rittergeschenk gekriegt. Danke. Wir müssen es nicht modernisieren. Nee, wir kriegen das. Es kommt selber. Hier gibt es eine Werkstatt, das wollte ich noch machen. Und Axum. Hä? Axum. Was? Ich lese jetzt gerade die Namen von unseren neuen Städten. Ah, Gondar und Axum, ja. Mhm. Bauen hier noch die Künstlergilde gleich und hier wie immer die Stele. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber wahrscheinlich, ja. Okay, und dann haben wir gerade noch genügend Zeit, um die Runde hier noch zu beenden. Gut.
Dafür reicht es gerade noch. Wieso gehst du nicht bei? Ah, er geht nicht automatisch weiter, weil der hier immer sein Zielfeld blockiert. Ne, ich sag ihm, geh dahin, dann geht er dahin. Ja. Ah, okay. Dann kann er es halt nicht mehr. So, jetzt aber. Ja klar, kriegst du. Macht uns ja auch beliebt. Ja. Ja, das geht nicht, ja. Was geht nicht? Ich möchte noch ganz kurz schauen, wie Ägypten zu uns steht. Ich meine, sie waren freundlich, ne? Bis jetzt schon, ja. Ja, nur wegen diesem etwas irritierenden... Gib mir Geld, ja. Mehr Geld. Kann auch sein, dass er einfach wirklich genügend Geld hat, weißt du. Und gar nicht erpresst, sondern bettelt, wenn man so will. Jo. So, und damit hat sich's. Mhm. Gut, in dem Fall. Ja, Leute, also ihr seht, Wachstum immer noch, weiterhin. Und es wird spannend. Also bald gibt es entweder einen Religionskrieg oder wir müssen halt an irgendeinem vorbei durchquetschen. Vielleicht. Oder so. Obwohl, Prof, du bist friedlich, ja? Das sehen wir noch. Wir sehen das alles noch. Okay, alles klar. Das Ganze also Religionskrieg sicher, ne? Religionskrieg steht uns fast bevor, ja. Eigentlich, ja. Naja, Leute, also ihr seht, es bleibt spannend. Und falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.